10 Winterdüfte, die süchtig machen, die definitiv süchtig machen, die möchte ich euch heute vorstellen. Yeah, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Doc aus Hamburg immer noch. Yes, eigentlich gibt es nicht mehr viel zu quatschen, außer für die Neuen. Drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal, das würde mich natürlich freuen. Auf TikTok würde man sagen, macht das Plus weg. Und ja, da wollen wir einfach mal loslegen. Ja, und der erste ist schon mal richtig nice. Und zwar kommt er vom Mugler. Und ja, aus der Amen-Reihe, der Pua Tonka. Für mich, ich habe alle Versionen aus der Amen-Reihe, für mich der beste Amen. Ja, Pua Tonka. Und Cappuccino ist hier an der Tagesordnung. Richtig nice. Süßer, richtig geiler Cappuccino. Tonka-Bohne denn natürlich, Vanille, wow, Lavendel. Dieser Duft zerstört extreme Haltbarkeit von 12 Stunden, eine richtig starke Ausstrahlung, richtig gute CH. Der ist richtig stark, dieser Duft. Leider eingestellt, glaube ich. Wenn ihr ihn irgendwo bekommen könnt, nicht fackeln, zuschlagen. Pua Tonka, richtig geiler Duft. Der nächste ist einer meiner Signaturdüfte, der darf natürlich nicht fehlen und der ist, ja, er macht eben süchtig. Dior Parfüm, oder besser gesagt Dior Homme Parfüm. Wow, auch hier Beast Mode in beiden Sachen, Sillage und Haltbarkeit. Und oh, Iris, pudrig, dazu Leder und leichte Rose. Geiler Sprüher, ein Meisterwerk im Flakon. Und wahrscheinlich der beste Designerduft, den es je gegeben hat oder gibt. Das ist noch die erste Auflage, aber ich habe gehört, dass sie nicht verarbeitet worden ist. Der ist immer noch sehr nice, kann ich allerdings nicht so sagen. Das ist absolut bombastisch und oh, oh, absolut geiler Duft. Man muss nichts weiter zu diesem Duft eigentlich sagen, weil er steht für sich. Wer diesen noch nicht kennt, wer diesen Duft noch nicht getestet oder kennt, hat das Leben verpennt. Ganz einfach, wirklich. Wer auf jeden Fall auf Düfte steht, sollte den Dior Homme Parfüm kennen. Gibt es nur auf der Dior-Seite, weil es ist ein exklusiver, geiler Duft. Ja, kostet ein bisschen. Inzwischen gibt es ihn aber in 100 ml, glaube ich. Das waren noch 75 hier. Ja, Meisterwerk. Als nächstes, ja, L'Homme Ideal, das Eau de Parfum von Guerlain. Ja, das ist ein richtig geiler Duft, der ja eine Süße mit sich trägt, dazu eine Kirschnote hat, obwohl überhaupt kein oder keine Kirsche in den Inhaltsstoffen drin ist. Das ist geil gemacht. Und natürlich die Mandel. L'Homme Ideal-Reihe von Guerlain kommt immer über die Mandel. Richtig geil. Und wer richtig elegant riechen möchte, nicht zu süß, nicht synthetisch, perfekt abgestimmt. Das Haus Guerlain macht eben, oder ich habe es lange nicht ausgesprochen, Guerlain, der kommt, man kommt an dieser Brand nicht vorbei. Sie machen im Designerbereich oder auch in den teuren Düften, die sie haben, absolute Meisterwerke. Man muss schon von, die Handarbeit, die Qualität, die Guerlain hat, ist genial gut. Und wenn man sich die Charts anguckt, zum Beispiel auf einer gewissen Seite da, dann ist bei den Damen und bei den Herren ist Guerlain immer mit oben mit mehreren. Sie sind einfach gut. Und hier habt ihr einfach so eine leicht cremige Noten, verspielte Noten. Dazu eben auch eine Kirscharoma, Kirschnote, die nicht da drin ist. Und die Mandel, leichte Vanille. Es ist geil und cool gemacht. Und der ist schon gut. Haltbarkeit sind wir bei 8 Stunden. Das ist jetzt auch nicht einer, der was weiß ich wie produziert. Nein, der ist schon da und das ist geil. Aber es ist so ein Begleiter. Ein eleganter, sexy Begleiter, der wirklich süchtig macht. So, als nächstes, ja, der neue Parfüm de Mali, der ist, der hat es mir angetan immer noch, der Altair oder Altair, wie auch immer. Und das ist ja, die Vanille, die hier drin ist. Das ist im Endeffekt ein Vanilleduft. Ja, nochmal Skulptur, wer Skulptur kennt, diese zitrische Bergamotte Vanille ist auch hier drin, nur in Luxus. Das ist schon genial gemacht. Uden ist noch ein anderer Luxus von Surtshoff, aber das hier, Parfüm de Mali, versteht es einfach, wie man ja Düfte im Nischenbereich
zum Mainstream macht. So, nicht abwertend gemeint, sondern positiv, weil Parfüms de Marly macht im Endeffekt fast jeder. Das ist irgendwie so. Und der Duft, das ist nicht, wie viele sagen, einfach nur Vanille, so ein Eintagsbrei. Nein, das verstehe ich nicht. Der ist genial und auch extrem die ersten 4-5 Stunden präsent in der Sillage und hält 10, 11, 12 Stunden. Richtig gutes Release. Eins der besten 2023 meiner Meinung nach. Und ja, ich finde ihn gut. Andere müssen es ja auch nicht. Aber Leute, wenn ihr ihn noch nicht kennt, testet ihn mal. Also der ist schon wirklich nice. Also der macht auch süchtig. Dann kommen wir zu einem Duft. Ich weiß nicht, wie der auf dem Markt präsent aktuell noch ist, ob es ihn so viel gibt. Das ist noch einer der letzten Tom Ford Düfte, die gut waren und auch in der Haltbarkeit und so weiter. Und für mich persönlich im Winter, er macht süchtig. Es ist ein Traum. Es ist für mich der beste Lavendelduft. Und ja, Lavender Extreme oder auch T1000. Oh, das ist diese Süße, so eine leichte, zuckerartige Süße. Und dann dieser Lavendel. Lavendel riecht allerdings immer ein bisschen wie nach Plastik manchmal, aber das ist hier wirklich geil gemacht. Oh, und wenn dann zum Beispiel Schnee draus liegt und dann diesen Duft zu tragen, geil. Absolut nicer Duft. Teuer, nicht so leicht zu bekommen. Wenn ihr einen ähnlichen Duft haben wollt, dann könnte ich euch einen anbieten, und zwar diesen hier. Ich werde ihn mal einblenden, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das ist nicht von der Stärke nicht zu vergleichen. Ich weiß gar nicht mehr, den gab es mal ganz günstig, in massenweisen, manchmal in 500 ml, in 200 ml, glaube ich. Inzwischen ist der allerdings auch teurer geworden, glaube ich. Aber das wäre so eine Alternative. Die haben sehr viel Ähnlichkeiten, nur dass der nicht so viel Dampf hat und nicht ganz so die Süße hat wie der Lavender Extreme. Das ist einer der besten Tom Ford in meinen Augen. Und ich bin froh, dass ich ihn zu der Zeit, ich war ja ein großer Tom Ford Fan, feier das Haus immer noch, aber nicht die neuen Sachen, sondern die ich habe, okay. Und der Lavender Extreme, bombastisch, geil, nice, phänomenal. Ja, und Lavender Extreme, für mich, ich werde süchtig nach dem Zeug. Ja, als nächstes, der wird wahrscheinlich jeden süchtig machen, mich macht er süchtig, und zwar Chemie von Search Shop. Warum? Er ist am Anfang sehr stark Oud-lastig, wirklich. Also für euch, wie ihr immer sagt, kuhstallmäßig schon sehr präsent, aber dann das Karamell, der Honig, der dann kommt, dieses Zusammenspiel zwischen Honig, Oud, das muss man zwar mögen, aber das macht ihn so genial. Und selbst meine Frau macht ihn, weil wenn der in der Luft liegt, in die Sillage, ist sowas von lecker, sagt sie. Da ist nichts mehr groß mit Kuhstall, wie ihr das so sagt. Ich sage ja immer nicht Kuhstall. Klar, manchmal hat man schon, kommt auch an, wie stark das ist. Und ja, man merkt natürlich, das Oud ist schon präsent sehr. Ne? Aber wie gesagt, das geht auch nachher weg. Hier auch haben wir eine sehr gute Haltbarkeit. Wenn ich sehr gute Haltbarkeit sage, dann meine ich, dann reicht das. Ihr braucht ihr nicht nachfragen. Es ist einfach 8, 9, 10 Stunden. Und ja, das ist wirklich ein, Chemie ist ein geiler Duft. Also auch der Flakon, ne? Also hier, das ist schon wirklich cool gemacht. Also da kann man nichts zu sagen. Ich finde, dass er süchtig macht durch eben diese Süße auch und nennt das Oud. Man muss aber Oud mögen. Ich bin jetzt ein Oud-Fan, ne, klar. Und ja, der kommt richtig gut. Chemie von Sersurf. Ja, als nächstes kommen wir zu einem Duft, der passt zu dieser Jacke so ein bisschen und ist auch wieder von Parfums de Marly, und zwar Kalan. Ja, da würden jetzt viele sagen, nee. Ja, aber für mich ist das ein einzigartiger Duft. So riechen ganz wenige Düfte und ja, diese Blutorange, die hier in der Kopfnote ist, und der Pfeffer macht es so genial und einfach einzigartig. Ja, dieser Duft funktioniert im Herbst vor allen Dingen mit am geilsten, aber auch wenn es kalt ist, geiler Flakon. Und dieser Duft haftet an den Klamotten tagelang. Das ist ein extrem starker Duft, richtig genial. Also diese Blutorange, besonders der Pfeffer, dieser trockene Pfeffer, kommt richtig gut. Dazu kommt noch Lavendel und auch Gewürze. Grundsätzlich kann ich sagen, welche extrem viele Gewürze. Also Blutorange, so ein Backman, aber pfeffrig und einfach Gewürze. Natürlich mit Lavendel und so weiter noch, aber diese Gewürze und der und was sagte ich jetzt? Gewürz und Pfeffer. Das ist genial. Das ist ein geiler, pfeffriger, würziger Duft von anderen Sternen, würde ich behaupten. Dass viele sagen, dass er ähnlich mit Habit Rouge ist.
Nicht mit Habit Rouge, mit Baccarat Rouge, Habit Rouge. Wie komme ich da jetzt drauf? Habit Rouge. Von Gauguin. Ne, den meine ich nicht. Ich meine natürlich Baccarat Rouge von MFK. 5% in Background. Rest 0. So, 0. So, richtig genial. Hier ist auch nicht wirklich Süße drin, finde ich. Und ja, Galan solltet ihr testen. Ja, als nächstes kommen wir zu einem Duft, der kommt gar nicht gut an. Bei mir ist es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Der kommt aus der Privé-Line von Dior. Christian Dior Tobacco. So. Das ist Weihnachten ein Muss. So, ich sag's euch jetzt, wie es ist hier. Dieser Duft. Wer hier irgendwie sagt, dass der nicht gut ist, der hat einen Kopf. Natürlich, Geschmackssache. Nicht jeder muss den Duft mögen. Aber ihr kommt mit Tabakdüften um die Ohren. Um die Ohren, genau. Guck mal, ich verstehe das nicht. Ihr kommt mit Tabakdüften um die Ecke. Tabacco Vanille. Und noch so viele Arten Tabacco Vanille grundsätzlich mal an erster Stelle. Und so viele andere Tabakdüfte. Ich kann das alles verstehen. Ja, Tabacco Vanille auch. Aber dieser Duft. Erstmal Haltbarkeit ewig. Eine Ziage von anderen Sternen. Ihr werdet, das ist eine 10. Locker eine 10. Dann geiler Flakon. Das sind übrigens 125 ml. Dann dieser Tabak, der hier drin ist, kommt richtig genial. Ich finde sogar besser im Endeffekt fast als bei Tabak, was heißt fast, als bei Tabacco Vanille. Das ist der neue Tabacco Vanille. Den gibt es schon länger, aber das ist der neue Mann. Und dann die Süße. Ich glaube auch Honig. Honig auch. Und dann diese ganze, dieses obulente, busige, rauchige, dieser Tabak ist von allerfeinsten, Freunde. Absolut geil. Mann, Test, wer den noch nicht kennt, unbedingt in einen Dior-Shop gehen, den gibt es nur da, oder blind kaufen. So, es wird ja so und so, irgendeiner kauft den ab. Aber gut, ich weiß, auf einer gewissen Seite kommt der nicht so gut an. Ich kann das nicht nachvollziehen, auch im Netz irgendwie hier nicht so. Einer der besten, wenn nicht sogar nachhinein, wenn ich alles mal teste, mit einer der besten Tabakdüfte in meiner Sammlung und überhaupt. Richtig gut. Also Tabacolor. Christian Dior solltet ihr testen. So, dann kommen wir zu einem Duft von Rosendo Mathieu Nummer 5 Floral Amber. Ja, der darf nicht fehlen, der darf einfach nicht fehlen. Ein Meisterwerk im Flakon. Natürlich Gewürze. Amber, natürlich, klar. Das ist so ein geil Vanilla-Amber-Gewürzduft in meinen Augen. Sinnlich, sehr schön. Oh, holzig, auf Holz gebettet so. Anschmiegsam. Rauche ich nicht, aber wirklich gewürzt, also schon würzig, richtig guter Duft. Mit einer guten bis sehr guten Haltbarkeit und auch Ziage. Bei manchen allerdings nicht, das ist so ein Duft, der leider nicht bei jedem so extrem stark rüberkommt. Aber er ist präsent, also Vorsicht beim Dosieren, er ist einfach da. Aber ihr selber, wenn ihr Pech habt, könnt ihr ihn nicht lange wahrnehmen. Oder er kommt immer zwischendurch. Aber Leute, die das nicht das Problem haben oder auch andere, werden diesen Duft immer wahrnehmen. Und es ist, dazu die Vanille auch, es ist einfach ein schöner, geiler, Vanille, Amber, würziger, süßlicher Traum im Flakon. Floral. Also ein bisschen floral ist er natürlich auch, aber ich finde eher dieses Gewürz. Amber, Vanille kommt so rüber und das ist schon sehr geil. Ja, Rosendo Mathieu, sehr geil. So, und zu guter Letzt, ja, Enigma Parfüm Cologne. Nochmal nichts von Cologne abschrecken. Das ist da das ein Eau de Parfüm drin. Und das ist der beste Coca-Cola-Duft, den es gibt. Ich sag Coca-Cola für die Leute, die jetzt neu sind. Ich habe immer wieder neue Leute. Freut mich, dass ihr hier seid. Es ist ein frischer, busiger, würziger auch. Roger Darf macht einfach alles, hat so viel Inhaltsstoffe und kreiert so geniale Düfte. Ich wiederhole es immer wieder, ich muss es auch machen. Das ist eine andere Liga und ihr habt hier eine Coca-Cola-Note, die ist sowas von genial. Absolut nice. Cognac, wenn ich mich jetzt ganz täusche, nicht Whisky, Cognac ist hier auch drin und das macht es. Der Cognac, ja,
durch die ganzen Gewürze, die auch hier mit drin sind, bringt dieses Alkoholische oder dieser Cognac schwingt so in so einer Coca-Cola-Note um. Also wie soll ich eine Coca-Cola-Note eigentlich beschreiben? Das sagt ja auch immer keiner. Wenn ihr eine Coca-Cola-Flasche aufmacht und da dann riecht, dann habt ihr diesen Touch ungefähr. So. Nun ist noch die Frage, Plastikflasche Coca-Cola oder Glasflasche? Gleich mal vorweg, trinkt immer aus einer Glasflasche bitte, immer. Auch Wasser, ich weiß, das kostet mehr, wir machen das seit Jahren, es ist einfach gesünder und es schmeckt Coca-Cola, wenn ihr Cola überhaupt trinkt, trinkt mal Cola. Und wenn ihr auch Wasser, immer besser. Und wenn ihr dann auf einmal mal wieder auf Plastik, weil ihr unterwegs seid und dann kriegt ihr nur eine Plastikflasche, dann wisst ihr erst, was ihr da getrunken habt, was für ein Dreck, wie das schmeckt. Dieser Plastik, dieses Plastik, was in den Gesöff drin ist, das ist ekelhaft. Immer gibt mehr aus, das ist besser für eure Gesundheit, das ist eben so. Und wenn ihr in Großstädten seid, müsst ihr auch nicht die Kisten schleppen. Ne, da gibt's, die wird angeliefert, aber inzwischen auch in kleineren Städten. Und ja, bevor ich abschreibe, ihr merkt, ich könnte auch darüber mal ein Video machen, aber das muss man ja mit Vorsicht immer genießen, gesundheitmäßig, weil, ja gut, das lassen wir jetzt lieber. Ihr wisst, Leute, die das jetzt verstehen, wissen, was ich meine. Und das, da muss man ja immer. Man soll ja nicht gesund sein. So, mehr sage ich nicht. Auf jeden Fall Enigma Cologne ist einfach dieses, ja, es ist ein genialer Duft. Es ist einfach ein genialer Duft. Es ist einer der besten Düfte in meiner Sammlung, den ich absolut immer liebend gern trage. Das Parfüm, die teurere Variante, ist ein bisschen tiefer, noch ein bisschen stärker. Aber im Endeffekt, das Cologne muss sich überhaupt nicht verstecken und es macht einen guten Job und ganz genau hier 10 Stunden Haltbarkeit, extreme gute Ausstrahlung am Anfang und ihr riecht einfach lecker. So, ihr riecht da nicht nach Alkohol, ihr habt die süße, würzige, es ist auch orientalisch ein bisschen angehaucht, gourmandmäßig nicht, aber durch den Whisky und diese Coca-Cola-Note, die dann natürlich auch ein bisschen süßlich ist, ist dieser richtig genial. Ah, das ist geil. Und es ist eben doch der günstigste mit aus der Roja. 280 Euro günstiger gibt es, soweit ich weiß, nichts bei Roja Parfüms und alles anders aufwärts bis 3000 Euro. Aber die Qualität steht einfach für sich. Aber da möchte ich jetzt nicht wieder drauf eingehen. Und ja, genial. Ja, das dazu. Das sind die 10 Düfte, die auf jeden Fall die 10 Winterdüfte, die süchtig machen in meinen Augen. Schreibt mal runter, was haltet ihr davon? Und dann, ja, sag ich mal, reinhauen.